So, Wilhelm, heute mal nur für dich. Du kommst ja sonst so schlecht an Bilder und Videos ran. Also ja, das hier ist der Tank. Nennt sich Aritank, den habe ich aus England bestellt. Ich glaube, der hat 10 Euro gekostet. Hier unten ist das 15er Anschlussgewinde. Hier ist der erste Dichtungsring. Hier drinnen dann der Verdampfer natürlich. Und oben noch ein Dichtungsring. Auf dem Dichtungsring kommt ein Mundstück. Die nennen sich Drip Tips, weil man da auch reintröpfeln kann. Ich schub hier oben drauf. Hier siehst du, das ist Liquid drin, mein Cola Liquid, was ich selber gemacht habe. Hier siehst du es. Das ist einfach nur das Innenleben von einem Kilo-Meiser, nennen die sich. Es ist ein Verdampfer mit einem Tank normalerweise, mit einer kleinen Plastikhülle. Und dünn gehen 1,8 Milliliter rein. Da zieht man einfach das Plastik ab und steckt das Ganze dann hier rein. Und schon kann man 5 Milliliter reinfüllen. Ist jetzt nicht mehr so viel drin. Ich will das erstmal leer dampfen, um dann neue Geschmäcker von mir reinzumachen. Ja, und den nimmt man einfach. Guck mal, so sieht das aus, wenn er noch dicht ist. Das ist jetzt ein Kartonmeiser. Kann man das hier irgendwo sehen? Da. Siehst du das? Das ist ein Verdampfer mit einem Tank, eingebaut schon. Da macht man das Gehäuse ab und holt das Innenleben raus. Und baut das hier ein. Schraubt man dann hier drauf. Doch schön befeuchten. Der Verdampfer sitzt hier oben. Ein Dichtungsring ist noch drin, damit das nicht sifft. Kann man also ruhig über Kopf halten. Sollte man nicht hinlegen, dann kann es auslaufen. Ja. Und dann kann man Tag und Nacht dampfen, theoretisch, ohne ewig nachfüllen zu müssen. Man muss sie vernünftig hinstellen. Ich benutze zum Beispiel einen Baileys, einen Valentine's Whisky Tumbler. Da stelle ich mir den rein. Muss ich mir noch eine schönere Möglichkeit überlegen, damit er nicht ausläuft. Weil wenn der so liegt, dann ist es schlecht. So wäre er nicht so wild und so ist auch okay. So ist scheiße. Und das ist der Tank. Tank kostet halt einmal 10 Euro und dann diese Kilo-Meiser kosten vielleicht 5 Euro das Stück. Und mit denen kann man ewig dampfen. Wenn man die hier drin hat, hat man so viel Liquid. Man muss selten wechseln. Wechseln kann man mit einer Spritze, da oben sind extra Löcher. Oder man macht ihn auf und schüttet es rein. Ist ein bisschen umständlicher, aber ich mag Spritzen auch nicht gerne. Ja. Und da musst du dann nicht mehr jemanden den Tank wechseln. Bis zum nächsten Video.